So, da bleibt nur noch eine Mission übrig, und zwar die Green Earth Fabrik Mission, und die will ich jetzt auch noch anpacken. Aber, nee, eine Aufnahmepause mache ich jetzt nicht. Ich mach gleich weiter. Maverick, der Feind hat seine Hauptquartiere jetzt errichtet. Soweit ist es nun gekommen. Sie stehen tatsächlich schon vor unserer Fabrik. Maverick. Ja, Kommandant Sturm. Ich verlange eine Erklärung. Deine missratenen Kumpane wurden besiegt. Und du jammerst nur herum. Reiß dich zusammen, du Waschlappen! Verteidige meine Fabrik, hörst du? Wenn du versagst, wirst du bereuen, dass du je geboren wurdest. Ja, mein Gebieter. Sobald wir fertig sind, starten wir den Angriff auf die Fabrik. Glaubst du, wir schaffen das allein? Wie es scheint, hat Black Hole all seine Truppen hier zusammengezogen. Dieser Krieg endet nur, wenn wir diese Fabrik zerstören. Wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Das ist nicht ganz richtig. Kommandant Kanbei! Wenn wir unsere Kräfte vereinen und gemeinsam kämpfen, können wir siegen. Ist es nicht so, Nell? Ja, auch wir möchten helfen. Blue Moon kann keine Soldaten schicken, aber sie unterstützen uns im Herzen. Ich verstehe. Wir kämpfen also nicht allein. Gemeinsam sind wir stark. Befreien wir Green Earth. Jo, und wir haben hier drei Kurs zur Auswahl. Ich brauche Eagle, Andy und Kanbei. Genauso wie sie hier kommen. Ah, großer Seekampf. Max ist zwar eigentlich ein bisschen besser als Andy, allerdings auf dieser Karte sind die Landwege sehr eng und da sind Fernwaffen gelegentlich ganz brauchbar. Also ist Andy hier besser. Es wird Zeit. Ich denke, die Luftwaffe ist hier von großem Vorteil. Wir sind für das Land zuständig. Yippie, legen wir los. Jetzt muss der Gegner weichen. Solange Kanbei hier ist, findet der Feind keinen Frieden. Also, ich gebe euch hier erstmal eine grobe Übersicht über diese Map. Ziel ist es, diese Pipeline hier wieder kaputt zu machen, wie in den anderen Fabrikmissionen. Dabei behindern uns hier diese Kanonen, hier und hier. Zudem gibt es hier noch ein paar kleine Minigeschütze, die den Seeweg etwas erschweren. Diese Mini-Kanonen sind vor allem dazu da, um mich hier davon abzuhalten, dass ich diese Kanone hier zerstöre. Ich werde die allerdings trotzdem zerstören. Die Kanone blockiert zwar eigentlich komplett diese Insel, allerdings kann ich die trotzdem vorher schon mal einnehmen. Alles, was ich dazu brauche, ist einen Transport-Heli. Mit Andy muss ich mich darum kümmern, dass hier oben ein bisschen was weggemacht wird. Er muss Maverick aufhalten, während Eagle in der Zwischenzeit eine kleine Luftflotte aufbaut. Kanbei kümmert sich hier größtenteils um die See. Allerdings wird er von hier unten ein bisschen unterstützen und vor allem ist es seine Hauptaufgabe, dieses Geschütz kaputt zu machen. Es ist zwar nicht unbedingt wichtig, aber es stört ein bisschen. Ich kann die Mission gewinnen, auch ohne dieses Geschütz kaputt zu machen. Kanbei erfüllt hier unten eigentlich nur eine Nebenrolle und eine kleine Ablenkung. Also dann. Andy. Du bist dran. Unser Gegner ist hier selbstverständlich Maverick. Und das macht diese Mission auch so richtig schwer. Denn wenn wir hier nicht gegen Maverick spielen würden, wäre es ja einfach. Großteil der Basen muss ich allerdings Eagle lassen. Für Andy bleibt da leider nicht wirklich so viel übrig.
Weil Eagle braucht, ist der Hauptteil der Armee und er ist auch derjenige, der die Mission finishen muss. Allmählich die K-Helis. Ich bin jetzt ein bisschen schweigsam bei der Mission, weil ich sehr viel nachdenke. Die Mission kann man nämlich nicht immer mal nach einem bestimmten Muster spielen. Vor allem kann ich hier mit diesen Raketen hier gezielt etwas aufhalten. So, kann bei uns das hier besetzen. Und nächste Runde kann ich dann für ihn schon ein Landeboot bauen. Die Rakete können wir nämlich auch mal reinwerfen. Die Frage ist nur, wie genau? Oder treffe ich so am meisten? Jupp. So ist schon am besten. Ich will, dass ein Jäger beschädigt ist. Dann ja, wollen wir mal weiterhin Kachilis. Jetzt sparen. Der braucht einen Flak. Und einen Kampfpanzer. Ja, Panzer reicht erstmal. Vor allem braucht er einen Flak.
kann, weil kann ich hier anfangs wirklich nicht viel machen. Das war geplant. Noch ein paar K-Helis rausholen. Okay. Der ist hier am besten reingesetzt. Beschädige ich ganz, ganz gern. Seine Helikoptersammlung da hinten wächst aber auch immer weiter. Hier erwische ich die meisten Einheiten. Auch wenn es hauptsächlich Infanterieeinheiten sind, aber das macht ja auch schon was aus. Und dann darf Andy mal wieder. So. Das war's schon wieder für ihn. Kann ich auch momentan noch nicht viel machen. Oh, das ist sehr gut.
irgendwo eine Rakete, die ich abschießen kann. Gerade nicht. Zur Ablenkung hinbauen für die schwarze Geschütze. Wobei. Ganz vergessen. Was mache ich jetzt hier kaputt? Einzige große Kampfhandlung, also ich habe ihm nur ein paar Raketen hingeschossen bis jetzt. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Also, der Kopter, der jetzt gerade meine Artillerie ein bisschen angeschossen hat, war die erste große Kampfhandlung. Ja, stimmt. Kriege ich zum Glück schnell klein. Ich will nur gerade Sorgen um die ganzen Jäger, die er jetzt gerade schon hat. Annie muss jetzt dann zusammen mit Eagle diesen Ansturm da ein bisschen aufhalten. Vor allem muss ich dieses Geschütz hier zerstören, genauso wie dieses. Die stören doch schon ungemein. Allerdings kann ich das erst kaputt machen, sobald ich die Jäger da hinten beseitigt habe.
locken. Bestenfalls mit einem Tee-Hili anlocken. Das will ich eigentlich nicht. Das ist nicht wieder eine Einheit, die ich verliere, und ich mag keine Einheiten verlieren. Ich muss also warten, bis er zu mir kommt. Aber früher oder später muss er das ja sowieso. Wahrscheinlich eher früher als später. Raketenwerfer. Da oben hätte ich zwar ein bisschen mehr erwischt, allerdings gehen mir die Jäger da hinten ein bisschen mehr auf die Nerven. Wagen. Auch wenn mir dabei vielleicht mal der ein oder andere Kopf da runtergeschossen wird. Vor allem jetzt mal langsam weit genug kriegen, um jeden Tag einen Bomber produzieren zu können.
irgendwie kann ich da jetzt zumindest schon mal durch seine relativ beschädigten Starteinheiten durchflügen. Gebe ich mir jetzt noch einen Panzer, weil die kann er jetzt noch gut brauchen. Mit Kanbei kann ich nach wie vor noch nicht viel machen. Aber der kriegt seinen großen Auftritt schon noch. So weit, so gut. Das lief besser als geplant mit den ganzen Koptern und Jägern da hinten. Nur immer schauen mit den ganzen Mini-Geschützen. Weil das hat auch gereicht. Na, dann hilft's wohl nichts. Los, 2 HP Infanterie. Selbst eine 2 HP Infanterieeinheit kann man noch gebrauchen. Da kann ich, glaube ich, auch noch mal brauchen.